Ja, hallo zu On the Grid. Claudio Schiesel, mein Name, AK Civic. Ich bin heute mit Magister Urs Hanig-Lauris, ich glaube, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, von der Energie Steiermark, sind Sie der Pressesprecher? So ist es. Ich bin hier an der Baustelle Murkraftwerk, Kraftwerk Puntigam. Um was geht's hier? Was wird hier realisiert? Wir betreiben hier ein Projekt, das den Anteil erneuerbarer Energie in der Steiermark wesentlich anheben soll. Im Moment erzeugen wir in der Steiermark ja nur rund 50% der gesamten Strommenge, die wir in unserem Land brauchen. Und wir haben das Problem, dass noch viel zu viel Kohle und Öl eingesetzt wird. Das heißt, wir wollen grünen Strom produzieren. Dieses Projekt, das bis zum Jahr 2019 abgeschlossen sein soll, wird grünen Strom für 40.000 Grazerinnen und Grazer liefern und wird während der Bauphase auch Arbeitsplätze für über 1.800 Menschen sichern. Da gibt es immer wieder, weil Sie die Arbeitsplätze ansprechen, da gibt es immer wieder so ein bisschen den Kritikpunkt, dass viele Arbeiter auch nicht gerade aus Österreich kommen. Also was können Sie dazu sagen? Alle Arbeiter, die hier auf der Baustelle eingesetzt sind, von den beteiligten Unternehmen, sind ordnungsgemäß angemeldet. Klarerweise, das kontrolliert die Finanzpolizei und andere Aufsichtsorgane. Das waren auch klare Vorgaben aus der Ausschreibung heraus. 90% aller Aufträge, die wir hier mit diesem 80-Millionen-Projekt haben, gehen an heimische Unternehmen, Andritz AG zum Beispiel, viele kleine Zulieferunternehmen. Und da möge sich jeder selbst ein Bild machen, wie viel das zur heimischen Wertschöpfung beiträgt. Ja, klingt nach viel. Hätte ich mal behauptet, und gewisse Leistungen bietet halt der österreichische Markt nicht an, ist auch klar. Jetzt war noch die Frage, es hat jetzt immer wieder Demonstrationen gegeben, Proteste etc. Ich bin heute mit Ihnen hier unterwegs, wir haben die Knochenfunde uns angeschaut und keine Suppenknochen gestreut, das sage ich auch gleich dazu. Ja, dazu hat es einen Witz gegeben, das erkläre ich dann später mal. Jetzt war nur die Frage, wie wichtig ist der Energie Steiermark das Projekt im Sinne von, dass auch hier sozusagen das historische Erbe, dieses ominöse Lager 5 auch berücksichtigt wird beim Projekt, und wie wichtig ist es, dass eben auch archäologische Arbeiten durchgeführt werden können? Es ist ganz wichtig, mit diesem Thema des Lagers Liebenau sorgsam, aufmerksam, respektvoll umzugehen. Das ist keine Frage. Die ersten Hinweise haben wir 2011 erhalten, dass es sich hier um ein Gebiet handelt, wo es ganz besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Wir haben daraufhin das Institut für Zeitgeschichte an der Universität Graz mit einer Studie beauftragt, die klären sollte, gibt es Hinweise, dass hier auf unserem Bauareal irgendwo Gräber zum Beispiel zu finden wären. Diese Studie wurde erstellt von Barbara Stelzel-Marx. Es hat keine konkreten Hinweise gegeben. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir wollen eng mit dem Bundesdenkmalamt zusammenarbeiten. Wir wollen Transparenz und haben ein eigenes Archäologenteam beauftragt, uns zu begleiten bei diesen Bauarbeiten. Seit dem Baubeginn am 2. Jänner sind keine Funde gemacht worden, aber wo immer etwas auftaucht, ja, da wollen wir es durch Experten analysieren lassen. Bauarbeiter haben auch die strikte Anweisung, hier mit etwaigen Fundgegenständen sehr respektvoll und sorgsam umzugehen. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Und wo man etwas findet, das sozusagen eine entsprechende Relevanz hat, dort müssen punktuell natürlich auch die Bauarbeiten eingestellt werden. Das ist keine Frage. Klingt plausibel. Abschließend noch eine Frage. Gibt es jetzt durch die Demonstrationen Verschiebungen beim Projekt, respektive es gibt Gerüchte, dass die Demonstrationen auch durch Konkurrenzunternehmen finanziert werden. Können Sie da bezüglich etwas sagen? Dazu kann ich gar nichts sagen. Unser Zeitplan ist voll im Laufen. Wir haben überhaupt keine Verzögerungen im Baufortschritt sozusagen. Wir beschäftigen uns auch nicht damit, wie sich Gegner jetzt finanzieren. Eines muss aber klar gesagt werden. Dieses Projekt wurde 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt, 4 Jahre lang von allen Umweltexperten des Landes und des Bundes umfassend geprüft. Und jeder, der einen Kritikpunkt, ein Thema, einen Input liefern konnte und liefern wollte, war eingeladen, sich zu äußern, seinen Beitrag einzubringen in dieses Prüfungsverfahren. So, dass wir heute sagen können, kein Tier, keine Pflanze, kein Thema blieb während dieser Prüfungsphase unbeleuchtet.
Trotzdem hat es ein positives Genehmigungsverfahren, einen positiven Bescheid am Ende in allen drei Instanzen gegeben. Die Ökologen des Landes und des Bundes sind sehr sorgsam mit allen Beiträgen umgegangen. Heute also so zu tun, als wäre das Projekt gerade erst gestern vom Himmel gefallen, das ist unseriös. Wir würden uns freuen über konstruktive Beiträge, was man vielleicht noch machen kann, das wäre schön, aber nur zu protestieren, ohne Alternativvorschläge zu haben, das ist einfach nicht sinnvoll und nicht produktiv. Und jeder, der die Baustelle jetzt sieht, weiß auch und sieht auch, dass es hier kein Zurück geben kann. Das Projekt ist genehmigt, baurechtlich, es ist naturschutzrechtlich genehmigt, es ist ausfinanziert und das sollte man auch zur Kenntnis nehmen. Dann sage ich danke für das kurze Interview, für die Zeit, die Sie genommen haben. Und gerne. Jetzt müssen wir zur Gruppe wieder zurück, weil vielleicht finden wir ja noch ein paar Knochen. So ist es. Gut. Alles Gute. Danke. Danke.